Johannes Krause leitet das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und untersucht anhand von uralten Knochen das Erbgut unserer Vorfahren und kann daraus lesen, wie diese Urmenschen gelebt haben und wie der heutige Mensch entstanden ist. Herzlich willkommen, Johannes Krause. Hallo, Herr Basser. In Ihren Büchern stecken ganz, ganz viele von diesen Erkenntnissen. Eine wichtige, die ich mitnehme, war auch, dass etwas Neues, Innovation, oft dadurch kommt, dass durch Migration, dadurch, dass sich eine bestimmte Population ausbreitet, neue Menschen dazukommen, die etwas Kulturtechniken haben oder andere genetische Voraussetzungen haben und das mitbringen. Und so etwas passierte auch vor 5000 Jahren, glaube ich, wo ganz, ganz viele Männer vor allem, glaube ich, aus dem Osten, was war das? Heute südliches Russland, würde man sagen, aus der pontischen Steppe nördlich vom Schwarzen Meer. Nach Europa gekommen sind. Und irgendwie sind wir auch Nachfahren von diesen. Genau. Also wir konnten in den Genomen dieser Menschen aus der Vergangenheit zwei große Migrationsereignisse in den letzten 10.000 Jahren aufzeigen. Einmal die Ackerbauern, die kamen aus Anatolien. Die machen auch im Prinzip einen Großteil der Gene der heutigen Europäer aus. Also der Durchschnittsschweizer heute hat ungefähr 50% seiner Gene anatolischen Ackerbauern zu verdanken, die vor 8.000 bis 7.000 Jahren nach Europa kamen. Aber dann vor 5.000 Jahren kommt eine zweite Gruppe. Das sind so ungefähr 20% der Gene. Die kommen hier, wir haben auch tolle Funde aus der Schweiz, zum Beispiel vor ungefähr 4.800 Jahren kommen die in die Schweiz, aus quasi Osteuropa. Und die kommen mit einer neuen Kultur, die kommen im Prinzip mit Herden, mit Viehwirtschaft, die haben große Viehherden, die sind sehr mobil, das sind mobile Gruppen, sind Nomaden, sogenannte Pastoralisten. Also sie hatten Wagen und Pferde auch. Pferde wahrscheinlich, wird noch debattiert, ob sie tatsächlich schon Pferde hatten. Sie hatten auf jeden Fall Ochsen, die diese großen Wagen gezogen haben. Okay. Diese großen Wagen konnte kein Pferd ziehen oder man hatte 10 Pferde eingespannt, was zu der Zeit noch unvorstellbar war. Mhm. Und die kommen jedenfalls mit dieser Viehwirtschaft, wahrscheinlich hauptsächlich Schafe und Ziegen, nach Mitteleuropa, sind wie gesagt sehr mobil, bringen sowas wie das Rad und den Wagen als neue im Prinzip Innovation mit sich. Das gab es vorher nicht, zumindest nicht im größeren Umfang, wie wir es dann plötzlich sehen. Und wir vermuten auch, dass diese Ausbreitung dieser Menschen einherging mit der Ausbreitung der Sprachen, die wir heute in Europa sprechen, nämlich der indoeuropäischen Sprachen. Denn diese Menschen, die breiten sich nicht nur zu uns aus, sondern gleichzeitig auch noch nach Osten, bis ins Altaigebirge und nach Zentralasien und sogar in den Norden von Indien. Und in all diesen Regionen werden die indoeuropäischen Sprachen gesprochen, die uns ja mit quasi Indien verbinden, wo man sich halt lange gefragt hat, woher kommt diese Verbindung? Da gab es unterschiedliche Hypothesen. Im Moment gehen wir aber davon aus, das sind diese Menschen, die dort vor 5000 Jahren mit diesen neuen Innovationen kommen und diese Technologie. Und warum waren das vor allem Männer? Waren das Krieger? Oder wie kommt man darauf eigentlich? Es wird im Moment sehr viel spekuliert, wie kam es überhaupt dazu, dass sich diese Menschen so schnell...